Hallo, hier ist Meini. Ich habe dir bereits gezeigt, wie man eine Consommé-Double zubereitet. In diesem Video hier zeige ich dir die klassischen Suppeneinlagen, die wir Köche für klare Suppen verwenden. Wir beginnen mit den Backerbsen. Alle Mengenangaben sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Mehl in eine Schüssel geben, Öl rein, Prise Salz, etwas Muskat, Eier, gut verrühren, nach Bedarf einen Schluck Milch reingeben und durch eine löchrige Oberfläche, zum Beispiel eine Spätzlepresse, durchlassen und kurz in 160 Grad heißem Fett ausbacken. Sie saugen sich hervorragend mit dem Geschmack der Suppe voll. Ich habe hier Knollensellerie, das ich in feine Scheiben geschnitten habe. Am besten geht das mit einer Aufschnittmaschine. Anschließend schneide ich die Scheiben in gleichmäßige breite Stifte, um daraus Rauten zu schneiden. Diese Schnitttechnik wird im Französischen als Paysanne, also Bauernart, bezeichnet und wenn ich ehrlich bin, ist es mehr wie eine Garnitur und weniger eine Suppeneinlage. Auch aus in Scheiben geschnittenen Karotten lassen sich Paysanne-Karotten rausschneiden, die übrigens vorblanchiert werden können, aber nicht müssen. Wenn sie dünn genug sind, garen sie in der heißen Suppe in 2 bis 3 Minuten durch. Aus den fein geschnittenen Karotten und Selleriescheiben lassen sich auch feine gleichmäßige Stifte schneiden, die wir Köche als Julienne-Gemüse bezeichnen. Obwohl es eine feste Maße gibt, wie klein bzw. wie groß ein Gemüse geschnitten werden muss, damit es als Paysanne, Julienne, Brunoise und so weiter bezeichnet werden kann, reicht es beim Julienne im Hinterkopf zu behalten, dass sie etwa maximal so groß bzw. lang sein dürfen, wie der Kopf eines Esslöffels sozusagen. Wenn du jetzt aus den Julienne-Stiften feine Würfel rausschneidest, bekommst du Gemüsebrunoise raus. Brunoise ist auch französisch und bezeichnet gleichmäßig kleine Gemüsewürfel und kann auch als Garnitur verwendet werden. Selbstverständlich kann man auch zu Brunoise, Julienne und Paysanne zum Beispiel Schnittlauch dazugeben oder eine ganz andere Schnitttechnik verwenden. Jetzt bereiten wir Celestine, Fledle oder Frittaten zu, je nachdem wo ihr wohnt und welcher Begriff euch bekannt vorkommt. Wir geben Milch in das Mehl, Prise Salz, rühren das Ganze glatt, Eier rein, nochmal rühren und dann gleichmäßige dünne Pfannkuchen zubereiten. In Österreich kennt man sie unter Frittaten oder manche sagen umgangssprachlich sogar Palatschinken dazu, wobei Palatschinken sind Pfannkuchen, die meist mit etwas Süßem gefüllt sind. In feine Streifen geschnitten ist das eine ganz tolle Suppeneinlage. Solltest du in die Masse Schnittlauch reingeben und anschließend in Stifte schneiden und als Suppeneinlage verwenden, könnte man die Einlage auch als Fledle bezeichnen. Auch Croutons können eine tolle Suppeneinlage sein. Ich verwende hier Vollkorntoast, normales geht natürlich auch, schneide die Ränder ab und mache daraus kleine Würfel, die ich erst einmal in den Ofen schiebe, damit sie schön austrocknen sozusagen und knusprig werden. Dann schwenke ich sie in zerlassener Butter, damit sie die Butter aufsaugen und der Geschmack intensiviert wird. Sie vorher in den Ofen zu schieben, ist die beste Methode, sie später richtig knusprig hinzubekommen. Kommen wir zu den Grießnocken. Weiche Butter schaumig schlagen, Ei rein, dann rühren, Wasser rein, Grieß rein und weiter rühren. Danach Salz, Muskat und wer will, gibt eine namensgebende Zutat rein, zum Beispiel Trüffel und bezeichnet sie später als Trüffelnocke oder Trüffelsuppe. Nocken werden abgedreht in Salzwasser gegart, bis sie oben sind, also oben schwimmen und dann einfach ziehen lassen. Entweder jetzt sofort verwenden oder leicht eingeölt einfrieren und später verwenden. Selbstverständlich könnt ihr auch Kaspressknödel, also Käsebrotknödel oder Leberknödel oder Speckknödel in die Suppe als Einlage reingeben. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht und blende dir das Video jetzt oben ein. Über ein Abo von dir würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Auch kleine Profiteroles, also Windbeutel, kann man sehr gut als Suppeneinlage verwenden. Dazu mache ich meine Brandmasse. Wasser, Salz und Butter aufkochen, bis die Butter sich aufgelöst hat und das Wasser zu köcheln beginnt. Das ganze Mehl auf einmal reingeben und so schnell wie es geht rühren, damit keine Klümpchen entstehen. Dann etwa 30 bis 60 Sekunden abbrennen, bis auf dem Topfboden ein Belag entsteht. Die Brandmasse rausnehmen, leicht ausbreiten, damit sie schneller abkühlt und man danach ein Ei nach dem anderen reinrühren kann, bis eine glatte Brandmasse entstanden ist. In Spritzbeutel rein und mit einer kleinen Lochtüle Mini-Windbeutel abspritzen und im Ofen backen. Auch sie saugen sich mit dem Geschmack der Suppe voll und passen hervorragend als Suppeneinlage. Auch Biskuit, in diesem Fall ein Käsebiskuit, schmeckt sehr gut in einer Suppe.
Ob ihr den Parmesan ganz fein reibt oder etwas gröber, so wie ich, ist euch überlassen. Dann erst Mehl und danach die Stärke durchsieben, Parmesan und Muskat dazugeben und vermischen. Etwas Salz in das Eiweiß reingeben, steif schlagen und erst dann das Eigelb vorsichtig unterheben. Danach die Parmigiano-Mehlmischung unbedingt gründlich unterheben, bitte. Das Ganze wird etwa 1 cm dick auf Backpapier gestrichen und gebacken. Ich persönlich finde es schön, wenn man die kleinen Parmesanstücke von oben sieht. Die schneide ich jetzt ebenfalls in Rauten und gebe sie als Suppeneinlage in die Suppe rein. Machen wir die Rindermarkklößchen. Das Rindermark drücke ich persönlich nicht im kalten Zustand aus den Knochen raus, sondern koche sie, so wie hier eine Suppe daraus, oder zumindest eine Stunde aufkochen, bis das Rindermark schön weich und glitschig geworden ist. Manche Köche erhitzen das Mark ohne Knochen, bis es flüssig geworden ist, um es durchpassieren zu können, weil kleinere Knochensplitter drin sein können. Ich mache das persönlich nicht, ich fühle das einfach nur unter den Fingern. Jetzt gebe ich Eier, Weißbrotstücke, Paniermehl geht natürlich auch, Petersilie, Salz, Pfeffer, Muskat und vermische das. Man könnte das Ganze auch wolfen und am Ende bekommt man so eine feste Masse raus. Daraus bilden wir uns ein paar Würste und schneiden gleichmäßig ein und drehen uns kleine Klößchen ab. Umso kleiner die Klößchen, desto schneller garen sie. Bei kleinen tiefgefrorenen Klößchen kann man sogar die heiße Suppe drüber geben und 3 bis 4 Minuten später servieren. Man kann sie natürlich auch in Salzwasser vorgaren. Als letztes machen wir den Eierstich, das meist in der Kombination mit der sogenannten Hochzeitssuppe bekannt ist. Sahne in einen Topf geben, Milch geht natürlich auch und erhitzen. Währenddessen vermischen wir folgende Zutaten zusammen. Vollei, Eigelbe, Salz und Muskat. Jetzt gebe ich die heiße Sahne bzw. heiße Milch rein und bringe die Eimischung auf Temperatur. Das Ganze funktioniert auch, wenn ihr die Milch nicht heiß macht, sondern einfach mit den Eiern zusammen durchrührt, aber das Durchgaren dauert später etwas länger. Wenn die Eimasse wegen der Milch etwas wärmer geworden ist, stockt sie gleich in 10 bis 15 Minuten statt in 40 bis 50 Minuten. Einmal durchpassieren, damit keine Klümpchen drin bleiben, in eine gebutterte oder noch besser mit Folie ausgelegte Form reingeben, damit es sich später besser löst und bedeckt ins heiße Wasserbad geben. Ich persönlich mag das nicht, wenn die Folie von unten oder von oben direkt am Eierstich klebt, auch wenn es sich später leichter stürzen lässt dadurch, weil die Folie oft im Eierstich ein wellenförmiges Muster verursacht. Das Ganze im kalten Zustand stürzen, in Rauten schneiden und servieren. Abonniert meinen Kanal und bleibt gesund!